Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Cineco TV. Ich habe mir das recht komödiantische Drama The Social Network angeguckt vom Regisseur David Fincher. Harvard-Student und Übergeek Mark Zuckerberg findet, es ist Zeit für ein neues Social Network. Er baut Facebook und wird dadurch zum jüngsten Milliardär aller Zeiten. Doch zwischenmenschlich und auch juristisch läuft es manchmal eher suboptimal. Wenn er sich zum Beispiel mit einer Lady anzickt oder wenn ihn ehemalige Kollegen verklagen wollen. Und manchmal ist es auch Coolness versus Geld verdienen. Wenn zum Beispiel sein Geschäftspartner findet, es müsse langsam mal Werbung geschaltet werden auf Facebook und Mark findet aber so, hey, so eine coole Seite darf jetzt eher nicht mit Werbung zugemüllt werden, sonst ist sie ganz schnell ganz schön uncool. Jesse Eisenberg spielt Mark Zuckerberg, er spielt glaubwürdig, geradezu klasse, den leicht überheblichen, aber dennoch sympathischen Nerd, der sich wie mit Leichtigkeit seine eigene Welt nach seinen Vorstellungen baut und man denkt die ganze Zeit so, wow, wie lässig ist das bitte? Andrew Garfield spielt Marks ersten Geschäftspartner und Freund Eduardo. Justin Timberlake spielt Sean Parker, einen neuen Geschäftspartner von Mark. Timberlake kommt sympathisch rüber. Ihm kaufe ich absolut den coolen Napster-Startup-Typen ab. Außerdem mit an Bord ist Rooney Mara. Eins gleich vorweg, ob The Social Network tatsächlich weitgehend authentisch ist, kann ich nicht beurteilen. Ist mir aber auch egal, solange mich der Film unterhält und das tut er. Ein bisschen schmunzeln musste ich allerdings, als Mark durch einen Kollegen auf die Idee kommt, bei Facebook den Beziehungsstatus einzubauen. Das wird hier ein bisschen so verkauft, als ob das der genialste Einfall überhaupt wäre. So was noch keiner zuvor hatte und sozusagen was Facebook von allen anderen Seiten unterscheidet. Naja, wie auch immer, der Film liefert einen spannenden Einblick in das Geek-Leben. Ich wurde zwar nicht irgendwie emotional berührt, aber trotzdem perfekt unterhalten. Die Figuren sind teilweise etwas unnahbar und trotzdem macht es Spaß, ihnen zuzuschauen. Ich liebe ja Erfolgsgeschichten und sowas wie diese und solche geilen Dialoge, wie man sie hier geboten bekommt. Ich weiß nicht, ob du auch so viel Spaß an solchen Geek-Filmen wie The Social Network hast, aber von mir aus kann es jetzt gleich weitergehen mit Geschichten von YouTube, Twitter und Google. Ich habe nicht geweint, weder vor Lachen noch vor Traurigkeit oder Berührung, aber es ist echt ein Film, der absolut unterhält, motiviert, auch Erfolg zu haben, kreativ zu sein. Und alles rund um diese verdammt großartige Grundidee, wenn du keinen Job findest, dann musst du ihn dir halt selber machen. Ich gebe diesem großartigen, ja, inspirierenden und motivierenden Film 5 von 5 Sternen. The Social Network startet am 7. Oktober 2010 in den deutschen Kinos, ist 121 Minuten lang und voraussichtlich wird er freigegeben sein ab 6 Jahren. Ich habe den Film im Original gesehen, mit deutschen Untertiteln und ich war mit der Übersetzung mal wieder nicht ganz so glücklich, an einigen Stellen zumindest. Daher empfehle ich also das Original zu schauen, auch wenn Mark Zuckerberg teilweise ziemlich schnell redet. Ja, das war's auch schon wieder. Ich weise noch darauf hin, dass Trailer und mehr Infos auf cineco.com zu finden sind. Alles über Social Network, wie immer. Und wenn du Lust hast, kommentier doch oder abonniere mich oder beides am besten. Ich mache jetzt erstmal eine kleine kreative Pause. Keine Ahnung, wann es weitergeht. Ich habe Burnout-Syndrom. Nee, aber ich habe mich die letzten Wochen ein bisschen verausgabt. Also keine Ahnung, wann es weitergeht. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.